On Saturday, November 23rd, an auction was held at Sotheby's to benefit Bono's Project Red charity. It was officially called Johnny and Mark's Red Auction as both Apple's design guru, Johnny Ive, and industrial designer Mark Newson rolled out unique designs for a variety of pieces. Manufacturer of digital and analog cameras Leica collaborated for the first time ever with Apple and the Red Auction Campaign on a limited edition camera. The Leica M Red camera was two years in the making and was auctioned off for 1.8 million dollars. Ja, 2013 fand diese einmalige Auktion statt. 1,8 Millionen für eine Digitalkamera. Ich fand das damals schon ausgesprochen spannend, weil ich mich a) für Fotokameras interessiere, b) für Design und c) eine Schwäche für Apple und Leica Produkte habe. Ja, eine sehr sehr spannende Kombination. Ich habe es dann trotzdem relativ schnell wieder vergessen, bis ich Jahre später Johnny Ive mal getroffen habe und er mir erzählt hat, wie viel Zeit er in diese Kamera gesteckt hat. Und da war natürlich der Funke geweckt. Ich wollte diese Kamera unbedingt mal sehen. Nur es ist ja ein Unikat und keine Ahnung, wer es gekauft hat, also die Chancen relativ mau. Trotzdem, als ich letzte Woche zu Leica gefahren bin nach Wetzlar, Video dazu habt ihr ja schon gesehen, hatte ich ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht doch irgendwo in der Ausstellungsvitrine irgendein bisschen was von dieser Kamera sieht. Nun, man sah sie an der Ehrenwand abgedruckt, aber in den Vitrinen war leider nichts. Aber dann hatte ich unglaubliches Glück und konnte mir das Archiv von Leica anschauen. Unglaublich, was dort lagert. Also äh, wer sich für Fotografie interessiert. Ja, einen spannenderen Safe gibt's fast nicht. Großartig. Und dann habe ich eben gefragt, was ist denn mit der Johnny Ive Leica? Und zu meinem großen Erstaunen haben sie dann eine Box rausgezogen. Und da drin war doch tatsächlich ein Production Dummy nennt man das. Ja, Apple hat ja oder Apple Johnny Ive war es ja in erster Linie hatte da unglaublich lange daran gearbeitet zusammen mit Mark Newsom den anderen äh, Designer mit dem er dann später auch an der Apple Watch gearbeitet hat. Ähm, anscheinend haben sie glaube irgendwie über 500 Prototypen hergestellt irgendwelche 1000 Prototypteile und äh, ja ein Riesenaufwand ist da in dieses Produkt reingeflossen und äh, naja, da kam sie da mit dieser Box und da drin war doch tatsächlich der Production Dummy der Johnny Ive Leica. Und ich durfte mir die nicht nur anschauen, nein, ich durfte sie sogar in die Hand nehmen. Direkt aus dem Safe, respektive dem Leica Archiv, die legendäre Johnny Ive Leica. Vorne ein 50mm Objektiv, was sie neu designt haben und dahinter eine Leica M die sie ebenfalls rundum neu gestaltet haben. Oben wirkt alles schon mal sehr schlicht, wir haben ein Rädchen für Verschlusszeit, die Einschaltfunktion kombiniert mit dem Auslöser. Was fehlt, ist ein Blitzschuh, also da, wo man Blitze reinsteckt, fanden sie unnötig, finde ich auch. Schauen wir uns die Rückseite an, alles auch sehr schlicht, sehr simpel. Damals hatten M-Leicas übrigens noch sechs Knöpfe, heute ist ISO-JAN-Rädchen auch oben. Insgesamt vermutlich das Johnny Ive Produkt mit den meisten Knöpfen, aber, ja, trotzdem alles noch sehr übersichtlich und elegant, würde ich sagen. Leica Camera Made in Germany steht da noch drauf, genau. Sehr viel Handarbeit da noch drin. Unterseite sieht auch, Gut aus muss man immer einen Blick drauf werfen. Erinnert ein bisschen ans neue MacBook Pro, finde ich. Wirkt auch ein bisschen bullig, aber in der Hand dann doch eleganter, als man dachte. Und was auch noch interessant ist an den Rädchen oben, die erinnern ein bisschen an die Digital Crown, die Krone der Apple Watch, die die zwei Designer ja dann erst deutlich später vorgestellt haben. Und ganz spannend, die Seite. Bei Leica-Kameras, sonst meistens in Leder oder sowas, hier ganz fein perforiertes Alu. Da haben sie mit Laser Löcher reingelasert, dass es griffig wird. Liegt großartig in der Hand, muss man wirklich sagen. Habe ich gestaunt. Wirkt auf Bildern immer ein bisschen rutschig, aber deutlich griffiger, als man meint. Fühlt sich ein bisschen an wie die Lautsprecher auch beim MacBook Pro. Ja, verrückt. Das ist sie also, die teuerste Kamera der Welt. Naja, fast. Die teuerste Kamera der Welt hat sich irgendjemand gekauft, keine Ahnung wer. Wenn ich Johnny Ive gewesen wäre, ich hätte sie mir auch sofort wieder gekauft. Die Herstellung muss ein Vielfaches davon gekostet haben. Aber andererseits, wenn ich Johnny Ive wäre, hätte ich mir auch einfach eine zweite noch hergestellt und die dann für mich behalten. Nein, wirklich eine. Ausgesprochen spannende Kamera liegt großartig in der Hand. Ich würde sehr gerne damit fotografieren, hat alles, was man eigentlich braucht für Fotos. Für Videos ist sie nicht so ideal, aber das sind die Leica M's ja sowieso nicht. Aber als Fotokamera wirklich sehr, sehr toll gemacht, liegt großartig in der Hand. Gerade eben da diese vielen Löcher, die sie da reingelasert haben. 21.000 oder so müssen es sein. Oder wie viel waren's? For example, there are 21.904 little holes in that camera done by a laser engraving. And this alone takes 96 hours. Ja, Riesenaufwand dafür, diese paar Löcher, aber macht die Kamera wirklich sehr ich Hat mir sehr gut gefallen, diese Idee. Könnte leica gerne wieder aufnehmen, finde ich. Auch sonst, äh, ja, man sieht wirklich sehr viel. Ich habe es im kurzen Hands-On ja schon gesagt. Gerade die Drehknöpfe oben erinnern unglaublich an die Digital Crown, wie die jetzt heute ausschaut. Aber eben ist ja auch keine Überraschung. Johnny Ife und Mark Newson haben ja zusammen dann auch die Apple Watch gemacht, Bei der Apple Watch. Die Armbänder sind ja alte Ikepod-Armbänder aus den 90ern, glaube ich, die Mark Newson damals schon hatte. Also da haben sie ganz viele alte Ideen wieder mitgebracht und in dieses Apple Watch reingesteckt. Ja, wirklich eine ausgesprochen spannende Kamera, und ich habe ganz, ganz große Freude, dass ich mir die endlich mal habe anschauen können. War wirklich so eines der Produkte, was ich unbedingt mal anschauen wollte und eigentlich keine Chance hatte, das je in die Hände zu kriegen. Und naja, Glück gehabt. In der Box war übrigens auch noch ein etwas früherer Prototyp. So einen hat Leica neulich versteigert, hat auch noch mal irgendwie 200.000 oder sowas eingebracht. Der war aber noch nicht so ganz fertig, der war noch so Stahlglänzig, ja, ähnlich wie der, den sie da versteigert haben. Ja, wirklich ganz ganz spannender Einblick in den Designprozess von Johnny Ive von Apple, wie sie das damals gemacht haben und für mich als Kamerafan großes Highlight. Endlich mal die wertvollste Kamera der Welt fast in der Hand gehabt. War ja nur der Production Dummy, aber näher ans Original kommt man wohl nicht ran, außer man hat sie eben gekauft und wer das ist, wissen wir ja nicht. So. Das muss ich euch unbedingt schnell zeigen und erzählen, weil geteilte Freude ist doppelte oder in dem Fall fünffache oder nein, sogar zwanzigtausendfache Freude, also. Bis zum nächsten Mal. Und äh, falls ihr noch nicht habt, unbedingt Abo abschließen. Falls ihr noch Fragen habt zur Kamera, unbedingt unten reinschreiben. Aber fragt mich bloß nicht, äh, wie das Menü aussieht. Einschalten konnte man sie natürlich nicht, wie gesagt, Production Dummy. Aber äh, falls ihr Fragen habt, ich versuche sie zu beantworten. So, und dann sehen wir uns im nächsten Video.